Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Doom Eternal, The Ancient Gods Part 2, direkt beim Angriff der Hölle. Oder wir greifen die Hölle an. Guckt euch das an, wie geil das ist. Ich hab's ja schon immer gesagt. Wir wollen endlich, dass die Titanen miteinander kämpfen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt die Schlacht. Einst hat die Hölle die Erde heimgesucht. Und wir haben uns verteidigt. Und jetzt greifen wir direkt die Hölle an. Wie geil ist das inszeniert. Leute, wie geil ist das inszeniert. Und wir sind hier mittendrin und haben unseren kleinen Scharmützel. So, wir werden natürlich sterben. Ich werde natürlich meckern. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Das wollte ich nicht. So, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also die letzten Parts waren einfach so schwer, da bin ich ja förmlich ein bisschen ausgetickt. Ein bisschen. Minimal, was aber so abgöttisch schwer war. Es ist echt ein bisschen knifflig hier, wenn es hier ständig rumst. Überhaupt noch was zu sehen. Irgendwas kam da gerade noch, ne? Boah! Krass, also es sind jetzt gar nicht so viele Gegner, aber es rumst ständig. Und ich muss erstmal wieder reinkommen. Das heißt natürlich auch gleich wieder sterben. Aber ich finde es ganz angenehm, dass jetzt hier wirklich erstmal so ein paar Billo-Gegner kommen, die mich auch schon fast tot machen. So, hier haben wir schon was gefunden. Ein Geheimnis. So, ein Leben. Mein Leben. Geil. Sehr schön. Hehe. Einmal ableben, bitte. Zum Mitnehmen. So, das ist alles noch Vorbereitung, ne? Für die nächste große Arena. Da ist sie schon. Oh. Okay, los geht's. Jawohl, die Tore der Hölle verschließen sich. So, da greifen wir rein in das Stückchen Scheiße und wir kriegen sogar BFG. Das heißt, jetzt bricht die absolute Hölle wieder los. Das nehme ich nicht. Hier ist ein Portal. Hier oben wird's geil. Da oben haben wir noch einen Glory Hammer. Den habe ich aber. Ich habe mir nochmal die Tutorial-Videos angeguckt. Zum Tutorial, zum Glory Hammer. Also man muss erst die Schilde wegballern, dann den Glory Hammer benutzen. Also ich habe das vielleicht falsch verstanden. Und mich grundlos aufgeregt. Aber eigentlich geht das ja gar nicht. So, das wollte ich doch mitnehmen. Ihr merkt schon, ich versuche mich hier so ein bisschen drum rumzuwinden, bevor es losgeht. Warte mal, wie war denn das jetzt? Da hinten ist das Portal. Wo kam ich jetzt nochmal raus? Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich hier raus und kann dann hier, zack, und bin ganz oben. Und da kann Seitenwechsel machen. Ah, shit happens. Wir werden jetzt drauf gehen ohne Ende. Let's go. So. Mein Digger ist weg. Jetzt geht's los. Himmel! Zu eng. Aufs Schnäuzelchen. Ne? Den müssen wir so machen und dann heißt es für uns mal kurz weg. Hui, ich dachte schon, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, einen Punch haben wir verpasst, einen haben wir noch. Das war er. Das war dumm, den jetzt zu benutzen, aber da haben wir schon wieder. So, wo ist er? Da, Mann. Oh. Kritischer Schaden für den Arsch, hinter mir ist einer. Muss weg. So, ein Seitenwechsel zum Mitnehmen.
Aber war der nicht hier gerade schon fertig? Ich verstehe es nicht. Entweder ist es ein zweiter. Ja, Schiss-Scheiße. Schiffs-Scheiße ist das hier. Ich raff's wieder nicht. Warum hat er wieder sein Hunöppel-Ding? So. Wo ist der Typ? Die raff ich nicht. Es gibt Gegner, die raff ich nicht. Geh weg. Wo ist er denn? Also, es gibt zwei, ne? Hehe. So ist das Rätsel gelöst. So, okay. Was? Nicht schubsen! Fucker! So ist es. Jetzt wird... Verpiss dich, Imp der Hölle. Die Gegner mich nerven. So. Voll abgespratzt. Zu eng hier, zu eng. Gott! Ist alles frei, ist alles frei. Ich will nicht meckern. Boy, das ist echt zu eng hier. Das ist zu eng. Na, mal weg. Erstmal weg. Hier haben wir auch noch was. Wo sind wir jetzt? Jawoll, war richtig geil hier. Schieß! Mann! Der Waffenwechsel zwischen Schrotflinte schnell und Schrotflinte Granate dauert zu lange. Das Ding ist halt, in der Zeit kriegst du so dermaßen auf den Sack. Da müsste es schon eine Taste geben. Es müssen zwei unterschiedliche Waffen sein. Das bedeutet, ich kann die eigentlich schon umswitchen. Die brauche ich hier nicht. So, ich sag's schon mal. Wir machen nur eine Welle. So, Leute, wo seid ihr denn? Boah, ich hasse sie. Fünf! Können schon wieder dicken hier. Ich brauch dicke Tasten. Ich brauch dicke Tasten für dicke Hände. So, weg, 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 weg. Hin, 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 hin. Maul, 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 maul. Geht nicht. Ich dachte irgendwie, ich kann, wenn die wenigstens... Was ist denn jetzt hier? Nimm mal eine Knarre! Es geht nicht! Er nimmt nichts! Nimm keine Waffe! Ich kann schon wieder austicken. Alle Waffen dieser Welt voll. Alle Waffen dieser Welt voll. Okay. Gerade. Mann! Also. Ja, es tut mir leid, aber das ist einfach albern, dass die ersten Punches schon wieder im Nichts enden. Das ist einfach scheiße, sowas. Du gehst hin und er fuchtelt wie wild in der Gegend rum. Und das ist eben dein sicherer Tod dann schon wieder. Ah, 100% Energie. Ich weiß nicht, was es ist. Sorry, ich weiß nicht, was es ist. Aber das ist eben einfach, das muss so ein sicheres Ding sein. Ich habe extra das Upgrade, dass ich die Punch-Dinger da, dass ich rangesaugt werde. Und es passiert nichts. Das ist eben dieses sichere Ding, wo dann alle Gegner um mich drum herum schon wieder stehen. Ja, ist nicht gut. Da brauche ich einen Indikator. Klappt das jetzt oder nicht? Also... Da, das geht. Komischerweise, den Imp, den kann er immer, ne? Das ist hier zu eng, das ist zu eng.
Okay, ich brauche auf jeden Fall einen Loot. Gar nicht stehen bleiben. Ist hier die Devise? Gar nicht stehen bleiben. Immer wieder looten. Jawohl. Und weg, weg, weg. Die Waffe muss es sein. Ich brauche eine Waffe, womit ich mich nicht selbst beschädige. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Hätte ich gerne. Bei so einer Wurst. Das Ding muss ich inflationär nutzen. Der einfach immer noch lebt, der Hundebock hier. Weg. Die sind echt übel. Tja, Flammenwerfer, da warst du leider zu spät. Nee. Okay. Ui. Nein. Klappe, du Stück Scheiße. Flammenwerfer, es dauert halt einfach so ein paar Sekunden, ehe der mal losgeht. Los! Und wieder so ein Ding. Glory Kill nicht gemacht und dann den Handschuh benutzt, um ihn zu töten. Das ist einfach scheiße, sowas. Das ist echt scheiße. Das klappt halt nicht. Das ist, geht nicht. So. Der kann mich mal am Arsch lecken. Jetzt haben wir einen. Vergiss es. Hat er den jetzt? Jetzt hat er ihn. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall den Arschtrittmaker. Er visiert wieder den kleinen Gegner an. Richtig geil, richtig geil. So, der lebt immer noch. Ah, sorry, ich hab mich so aufregen. Aber es geht nicht, weil manche Aktionen... Es muss einfach funzen bei so einem Spiel. Gerade nur die kleinen platt. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt, aber ich sehe halt die großen gar nicht. Die verstecken sich einfach nur wie so feige Schweine, ey. Hier muss doch mal irgendein großer sein. Oi, haben wir gleich den nächsten. Okay. Wie war das genau? Draufpunchen, Glory Hammer hinterher. Das nicht geht, ey. Und dann platzt er halt. Das soll er halt nicht. Das ist doch klar. So, jetzt haben wir es. Okay, jetzt heißt es drauf. 2, 4. Kritischer Schaden. Kritisches Arschloch. Klappt überhaupt nicht mit dem Glory Hammer. Ich muss weg, ich muss weg! Mann! Ich muss weg, einfach nur weg aus der Scheiße. Ich könnte kotzen, ich könnte echt einfach nur kotzen. Und jetzt muss ich darüber. Natürlich. Na klar, Alter. Was willst du machen? Ich spring halt gerade. Ich bin halt gerade im Sprung. Ein Imp kann über die... Ein Imp schießt schon dahin, wo ich noch gar nicht hingucke. Bremst mich in der Luft und der Scheißhaus-Demon, der Kakodemon, der frisst mich.
Das ist halt einfach ein Blödsinn, dass die Gegner wissen schon, wo ich bin, ohne dass die mich sehen. Das ist einfach, das ist ein... Ne, es geht einfach nicht. Aber dass das schwer wird, war klar. Und dass ich meckern werde, war euch auch klar, auch wenn ich es nicht vorhatte. Das war nicht geplant. Ich hier einfach runtergepfeffert werde, ne? Guten Tag. Was zur Hölle willst du von mir? Sehr geil. So. Ja, jetzt wird sich's mal rentieren, wer hier der Obermeister ist. Gib mir doch die Knarre her. Es wäre schön, wenn du sterben könntest, aller 13 Atombomben. Okay. Sehr gut. Und weg. Glory Hammer aufheben. Ich hänge wieder irgendwo. Und weg, 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 weg. So, wo ist der Flammenwerfer? Zeig mir den Flammenwerfer, Alter. Diese tausende von Symbolen, das ist zu viel. Es ist einfach zu fucking viel. Ich weiß nicht, wo der Flammenwerfer ist. Sehr geil. Der lebt immer noch. So, das heißt jetzt eins, kurz überlegen, genau, töten. Da, den wollte ich. Und weg, weg, weg. So, keine Gegner mehr. Ich muss auch die, wenn ich diese gottesähnlichen Geschöpfe töte, die hier, muss ich eben auch einfach das Zeug mitnehmen von denen. Ansonsten bringt mir das gar nichts. Kritischer Schaden. Kritisches Arschloch. Ja, fängt dann ab. So, ich mach den Kacko. Ich kann ihn aber auch. Du sollst da hoch festhalten mit deinen benunzen Händen. Oh, ey, so ein Idiot der Hölle. Es ist zu klein. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist hier Scheiße fressen angesagt. Stirb, du dreckige Sau. Meine Güte. Mit seinen Wursthänden mal festhalten. Es ist auf Stirnhöhe. Das kann jeder Clipschüler sich da festhalten. Es ist aber auch zum... Jetzt mal ehrlich. Was sagt ihr denn? Ich wollte den Kaku immer zu das Ding in die Schnauze hauen. Und immerzu hat er irgendeine Ausrede. Entweder so, er hat normal geschossen, was er nicht sollte. Es war immerzu irgendwas. Also Clipschüler, ne? Das ist natürlich nur eine Beleidigung. Das ist gegenüber diesen einen speziellen Dämonen namens Doomslayer, namens Van Firlefanz. Aber manchmal ist einfach die Interaktionsmöglichkeit
Es wird alles so gut gezeigt. Oh Gott, wir haben's. Sie müssen diese Mauern überwinden, um den Angriff fortzusetzen. Achtung. Nein, danke. Alter, das war eben schon wieder so ein Ding eingeklemmt. Ich wollte denen natürlich eine Rakete in die Schnauze schießen. Da kam immer zu irgendeiner in den Weg und hat das Ding weggefangen. Dann hatte ich mal 2 Zentimeter zwischen mir und ihm. Da hat er die Rakete nicht geschossen, sondern hat normal geschossen, obwohl die rechte Maustaste gedrückt war. Und dann habt ihr das ja gerade gesehen. Ey, du stehst jetzt mal ganz ehrlich. Warum kann ich mich hier nicht hochziehen? Was ist hier? Es ist auf Nasenhöhe. Hier, da macht er die Hochziehanimation nicht. Ab wann macht er die denn? Ja, hier macht er sie, aber da nicht. Ja, Leute, wo soll ich das denn wissen? Ich hätte schon Box zu machen. Aber jetzt habe ich natürlich den BFG-Schuss gefallen. Geht's gar nicht mehr. Geht's gar nicht mehr. Ach komm, wir gucken einmal. Gucken wir einmal. Na komm, wir gucken. Wir können ja dann immer gehen. Was ist denn jetzt? Passiert gar nichts. Hä? Keine Ahnung. Ich meine, klar, wie soll man in der Hölle auch noch eine größere Welle ranholen, weil, ne, wir sind ja in der Hölle. Also alle Dämonen, die gerade gespawnt sind, kommen ja direkt aus der Hölle. Warum sollte die Hölle jetzt irgendwas zurückhalten? Keine Ahnung. Irgendwie kommt nichts. Naja, wir nehmen das einfach mal so hin. Also ihr habt es gesehen, ich hätte es gemacht. Ich hätte es haben wollen. Ja. Wer schießt? Ist hier noch was schießt? Das ballert doch hier noch wie wild auf mich. Achso, dieser Riesige, der kämpft immer noch gegen den. Alter, wenn ich mir so viel Zeit lassen würde mit einem Gegner, dann wäre ich aber morgen noch nicht fertig. Los jetzt. Voll auf die 12. Oh, oh, oh. Geil. Der arme Dämon. Irgendwie, das ist so, jegliche Wetten gehen eigentlich auf in Richtung Dämon, ne? Alter, wo bin ich hier wieder gelandet? Das ist auch mal geil. Jetzt nimm eine andere Waffe. Hör auf, die geile Waffe dafür zu nehmen. Mit den Glory Kills, das müsste eine andere Taste sein. Weil irgendwie, der benutzt immer den Handschuh, das soll er nicht. Kann ich da durch? Aber es ist natürlich auch im Eifer des Gefechts. Eine Hauptkampagne auch auf extrem schwer. Das war nicht ansatzweise so schwer wie das hier. Ohne Mist, Leute. Okay, wir kriegen den Glory Hammer sogar. Nein. Geht mir jetzt auf den Sack. Wow. Ich dachte, das ist ein One-Hit-Shot, Killmaster. Ich dachte irgendwie, den kann ich one-shotten mit dem. Krass, ey. Die haben mich jetzt schon wieder so nackig gemacht. Diese zwei Gegner. Das darf eben auch nicht passieren, denn es ist klar, dass ich gegen solche Mega-Monster-Horden einfach aufs Schnauzbrett kriege. Wenn zwei von diesen Dicken mich noch so in die Bredouille bringen, dann habe ich es einfach noch nicht verdient. Da oben geht's weiter, ich sehe das doch. Ich sehe das doch ganz genau. Warte mal, das wird so einer hier, oder?
Sehr gut. Geht nicht auf. Muss ich echt wieder zurücklaufen. Das ist ja frech. Aber genau das ist es, ey Leute. Es ist so abgöttisch schwer. Das Festhalten-Feature ist einfach nicht gut. Es geht nicht. Es geht einfach. Hier, warum kann ich da nicht rüberlaufen? Da wäre da sowas. Bewegungsmuster, alle geil, aber... Oh, meine Herren. Zwar jetzt auch verbraten, aber ist mir auch egal. Irgendwer ist da neben mir, ne? Ich weiß... Ach, das sind die! Sag das doch! Ja, jetzt... Wie viel noch? Ja. Das Spiel sagt ja. Der hält dann... Ach so, das, vielleicht habe ich den einen zuerst angeschossen. Das kann natürlich sein. Und der hat sich dann als der andere getarnt. So, das Leben. Wieder an drei kleinen Gegnern verschossen. Kann ich mir schon wieder selbst in den Arsch treten. Mann. Oh nein. Warte mal. Mal, ich muss mich erst mal überlegen. Oh, das ist jetzt übel. Dann brauche ich das und das. Das ist übel. Unterschiedliche Gegnertypen mit derselben Waffe in der anderen Kombi. Das ist echt ziemlich hart. Was schreit ihr so? Oh! Scheiße. Ich guck mich hin. Wie viel Schuss habe ich abgekriegt? Alle, oder? Oh. Lass mich doch mal ganz kurz gucken, Mann. Da, das ist unser Flugdrache, der uns einst mal hergebracht hat. Ich habe das Gefühl, wenn ich zu lange gucke, werde ich auf den Sack kriegen. Schieß, du Knederbert! Wir fahren Panzer. Wir fahren echt Panzer. Wie geil. Wie geil ist das? Wir fahren jetzt einfach einen Panzer. Aber wie? Na, ich baller da nur rein, oder? Oder? Ihr steht da die ganze Zeit auf dem Panzer und ich werde gerade voll gefistet. Ihr könntet mir auch helfen. Wir sind einfach der Schuss des Panzers gewesen. Ich dachte, wir schießen das Ding dazu klumm. Nein, wir laden uns natürlich selbst wieder durch. Wie krass, Alter. Wie bescheuert krass. Heilige Scheiße. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Einfach mal gucken. Was ist das hier eigentlich für Gegner? Aber das sind irgendwelche anderen Johnnies, oder? Das sind doch, die sind doch, die kann ich nicht Glory killen. Die kann ich einfach nur killen. Finde ich auch gut. Egal wie, Hauptsache Gegner sterben.
Man kann sie zermanschen. Das ist das Wichtige. Warte. Feuer! Hahaha! Dribble Kill! Super Kill! Ultra Kill. Falsches Spiel, ne? Das war, glaube ich, Quake. So, Leute, das war's für heute. Ich bin nicht ganz so abgegangen, oder? Aber ich muss sagen, die Arena war schon ziemlich heftig. Aber nicht ansatzweise nicht so heftig wie die letzten zwei Parts, denn da bin ich ja wirklich. Das war wirklich Limit. Das heute ging. Und ich habe versucht, die eine Arena nochmal zu starten. Das ist aber der Hölle geht langsam, aber sicher gehen der auch die Gegner aus. Ist halt so. Ne? Jetzt machen sie ja schon so Normalo-Gegner, die gar nicht mehr aus der Hölle können. Ich glaube, ganz ehrlich, die Hölle geht, wird in die Knie gehen. Vielleicht schon das nächste Mal. Also einschalten. Fanfürde Franz dann wieder am Start. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.